Liebe Leute, das ist ein super spontanes Video heute übers Üben. 10 Punkte, wie ihr besser üben könnt. Ich hatte heute einen Schüler und ich sehe immer wieder ähnliche Sachen bei vielen Schülern und die auch bei mir immer auftreten. Und da wollte ich drüber sprechen und auch, weil es ist Winter und genau, ich will jetzt nicht das blöde Wort in den Mund nehmen, aber ihr wisst schon, die Zeiten sind ungewiss. Tatsache ist ja, es gibt Umstände, die man ändern kann und es gibt Umstände, die man nicht ändern kann. Und es bringt einfach nichts, sich über die Umstände, die man nicht ändern kann, aufzuregen. Und jetzt ist Winter und vielleicht haben wir bald alle mehr Zeit, als wir wollen oder auch nicht. Also ich bestimmt nicht, weil ich habe eine Tochter. Aber generell wollte ich nur sagen, vielleicht habt ihr ja Zeit und vielleicht ist es ja auch die Möglichkeit, sich jetzt konzentriert nochmal hinzusetzen und Gitarre zu üben. Das bringt mich zu Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist Fokus. Heutzutage, ne, ist das eigentlich das größte Problem. Als ich jung war, ja, genau, da gab es dann nur eine CD und nur eine Platte oder ich habe mir ein Jamie Ebersol Buch gekauft und das war wahnsinnig teuer und es gab andere Leute, die hatten alle Bücher und ich konnte mir nur eins leisten und es war einfach wahnsinnig schwierig, an dieses Material ranzukommen oder ein Interview mit Robin Ford oder weiß der Geier oder eine VHS-Kassette von John Scofield mit Funk, diese Funk-VHS, ey, die suche ich heute noch, wenn die jemand hat. Egal, das war irgendwie ein Schatz und jetzt ist es ist jetzt aber anders und das Problem ist anders und wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Das Problem ist, es ist zu viel. Es ist zu viel Wissen da für uns alle. Wir haben auf alles Zugriff. Und jetzt ist einfach der entscheidende Faktor, kannst du dich trotzdem fokussieren, obwohl so ein Überangebot da ist? Und kannst du trotzdem eine Zeit deines Lebens darauf verwenden, dich mal nur um ein, zwei Sachen auf der Gitarre zu kümmern? Und wenn du das kannst, dann hast du einen Fortschritt gegenüber anderen oder einen Vorteil gegenüber anderen, weil die Fähigkeiten, die du dir dadurch aneignest, dass du zum Beispiel eine Sache über mehrere Monate übst, bis du sie wirklich drauf hast. Diese Fähigkeit ist aber nach wie vor sehr wertvoll. Die kann auch nur durch wiederholtes Üben angeeignet werden und die kann dir dann auch keiner mehr wegnehmen. Genau, versucht ein Ding zu üben, an dem dran zu bleiben und wirklich in die Tiefe zu gehen. Also langsam üben und bewusstes Üben. Wenn ihr anfangt zu üben, dass ihr einfach wisst, okay, ich schiebe jetzt irgendwie einen Buffer zwischen dem ganzen Stress und dem ganzen überwältigten Zeug, was um mich rum ist und fange mein Üben an, sei es mit 10 Minuten üben, 10 Minuten meditieren, wenn ich gut drauf bin, meditiere ich 10 Minuten und dann spiele ich eine langsame Übung und dann bin ich schon auf einem anderen Planeten und genau dieser Fokus, den zu trainieren, ist so wahnsinnig wichtig, sieht ja auch bei echt großartigen Musikern, nicht, dass ich jetzt ein großartiger Musiker bin, aber man sieht es bei den Leuten, dass sie dieses Konzentrieren so geübt haben. Genau, zweitens, nehmt euch einen Timer. Ihr wisst ja bestimmt, Ablenkung jeder Art ist der Tod der Konzentration. So, und ich bin da manchmal echt erschreckt, wie bei den Leuten, die Telefone klingeln in meiner Stunde oder piepsen oder sonst irgendwas machen und die sagen, das stört die gar nicht. Sie merken es gar nicht. Jesus, ich meine, wir machen Musik, wir wollen hören, wir trainieren zu hören, also macht das Zeug aus und nehmt euch einen Timer zum Üben, weil auch auf die Uhr zu gucken, wie viele Minuten hat man jetzt noch Zeit, muss man die Übung jetzt noch 3 Minuten machen oder 1,5 Minuten oder war der große Zeiger nicht gerade woanders, ist auch wieder eine Ablenkung von der Sache, um die es eigentlich geht und die Sache ist Gitarre spielen und hören. Und wenn ihr einen Timer habt, dann reißt ihr euch bestenfalls aus der Konzentration raus und ihr habt ein Ding weniger, worum ihr euch kümmern müsst. Realität ist ja, dass man dann doch mal öfters die Themen wechselt und ab und zu ist es ja auch notwendig, was Neues zu üben. Das ist ja auch so eine Gratwanderung. Wie lange bleibt man an was dran? Wann macht man was Neues? Macht man eigentlich überhaupt mal wirklich was Neues, was richtig Neues? Man hat ja auch Angst loszulassen. Giant Steps oder Autumn Leaves oder der Moll-7-Akkord ist ja auch einfach immer noch nicht gut genug und dann kann man aber nie Major 7 Sharp 5 spielen. Versteht ihr dann? Das versteht, glaube ich, jeder. Man will immer die eine Sache zu Ende bringen, bevor man die nächste anfängt. Und ihr wisst ja, ihr könnt die Sachen ja gar nicht zu Ende bringen. Es geht um Loslassen. Eine Möglichkeit, wie ihr besser loslassen könnt, ist, entweder ihr führt ein Übetagebuch, schreibt auf, was ihr geübt habt. Egal, ob ihr das jetzt geübt habt oder nicht, aber schreibt auf. Ich mache das immer. Könnt ihr auch unten Kommentare aufschreiben. Könnt ihr abhaken, was ihr geübt habt, wie lange ihr es geübt habt. Und ich schreibe es tatsächlich mit der Hand auf. Das ist halt was ich gern mache. Das macht mir Spaß. Ihr könnt euch auch einfach einen riesigen Karton ins Zimmer stellen und da immer alles reinschmeißen, was ihr geübt habt. Jetzt nicht da die Bücher reinschmeißen, sondern zum Beispiel, ihr übt eine Seite eines Buches
vorbildlicherweise, weil ihr euch auf eine Sache beschränkt, dann macht euch da halt, verdammt nochmal, eine Kopie draus und übt an dieser Kopie oder ihr übt eine Solotranskription oder was auch immer. Das könnt ihr euch alles in einem Hefter kopiert zusammenstellen. Und wenn ihr da mal keinen Bock mehr darauf habt, dann schmeißt es eben im schlimmsten Fall in den Karton. Im besten Fall heftet ihr es ab und im allerbesten Fall habt ihr es sowieso in eurem Übetagebuch schon aufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr nach ein paar Monaten oder auch nach Jahren, das sind große Zyklen, die da stattfinden, könnt ihr gucken, was ihr gemacht habt und dann wieder darauf zurückgreifen und dann braucht ihr keine Angst haben, dass ihr was verliert. Genau, zerstör dein Gehirn nicht. Punkt Nummer 4, damit meine ich, wenn du den ganzen Tag, ey, auf Deutsch kann ich viel besser wettern irgendwie, wenn du den ganzen Tag dein Gehirn kaputt machst, weil du andauernd auf irgendwelche Nachrichten reagierst und andauernd dein Instagram-Feed checken musst, eine Sache, die ich niemals machen würde, andauernd deine Mails abrufen musst, eine Sache, die ich niemals machen würde, dann brauchst du auch nicht glauben, wenn du dann da sitzt, um konzentriert zu arbeiten, dass dein ganzes Gehirn, was du die ganze Zeit defragmentiert hast, sich auf wundersame Weise auf einmal zusammensetzt und du dann super fokussiert arbeiten kannst. Das so funktioniert es leider nicht. Und da gibt es eben dieses Buch Deep Work. Da schreibt er auch darüber. Also jetzt nicht einen Langzeitschaden, den du deinem Gehirn zufügst, aber es verändert die Strukturen. Und das ist ein Punkt, worüber man nachdenken kann. Man muss jetzt nicht gleich sein Handy aus dem Fenster schmeißen, wobei ich es wahnsinnig gern manchmal machen würde. Aber man kann ja einfach mal gucken, ob man zum Beispiel, keine Ahnung, eben bestimmte Apps nicht auf dem Handy hat oder einfach diese Unterbrechungen oder keine Notifications hat, dass man nicht so oft unterbrochen wird oder dass es Zeiten am Tag gibt, wo einfach überhaupt gar kein Handy im Spiel ist. Das bringt mich zum nächsten Punkt, Nummer 5, weniger ist mehr. Genau, man hat ja immer alles zur Verfügung. Versucht mal, das hat auch mit Mut zu tun. Wenn ihr überwältigt seid, ich meine zum Beispiel eine Solo-Transkription zu lernen, ist Wahnsinn, das ist so viel Arbeit. Und dann spielt man vielleicht alles so halbgar und das ist so unbefriedigend. Vielleicht nimmt man sich einfach nur eine Phrase und verbringt den Tag mit einer Phrase. John Coltrane hat eine Phrase 8 Stunden lang geübt und wahrscheinlich am nächsten Tag nochmal oder vielleicht auch monatelang, ich weiß es nicht, aber spielt ein Ding. Man kann so viel an einer Sache lernen. Ihr könnt es transponieren, ihr könnt es in verschiedenen Fingersätzen spielen, ihr könnt es damit rumspielen, den Rhythmus ändern, nur den Rhythmus üben, in dem Rhythmus improvisieren. Es ist endlos, aber dass man eben genau dieses Glas, nicht Glas, Quatsch, dieser Wassertropfen auf dem Grashalm, wollte ich sagen, das kann man halt auch damit so machen, wenn man sich traut, in die Tiefe zu gehen. Und das kann sich blöde anfühlen. Das ist ein bisschen wie eine Meditation, es ist ein bisschen wie eine Lehre und es ist ein bisschen wie eine Konfrontation mit dem, was man nicht kann. Aber wenn man das aushalten kann, ja, ich bin eigentlich Psychotherapeutin vom Beruf, dann, deswegen ist mein Stundensatz auch so hoch. Eigentlich zu niedrig, ne? Ja, ich weiß. Also, wenn man das aushalten kann, dann fängt man an, echt was zu lernen. Ja. Warum übst du das, was du übst? Macht euch klar, was ihr übt, auch gerade wenn ihr ein Motivationstief habt. Ich habe mir früher immer aufgeschrieben, was ich üben will und dann daneben geschrieben, warum ich das übe, was das Ziel der Sache ist. Und was ich auch schon in vielen englischen Videos gesagt habe, sucht nach euren Schwächen, nehmt euch auf, hört euch an, spielt mit jemand und dann arbeitet an den Sachen. Ihr müsst ja nicht nur an solchen Sachen üben, wenn ihr übt, aber macht einen Teil davon. Genau, zum Beispiel, wenn man fortgeschritten ist, kann es sowas sein wie, ich kann kein Intro spielen, ich kann kein Outro spielen. Wenn man vielleicht nicht so fortgeschritten ist, kann es sowas sein wie, ich kann immer noch nicht, keine Ahnung, eine Durtonleiter wirklich sicher spielen. Dann übt diese eine Sache, bis ihr die wirklich sicher könnt und das bringt mich zum nächsten Punkt und dann dürft ihr euch auch belohnen. Genau, also auf Englisch heißt es ja Delayed Gratification, ein Belohnungssystem. Also für mich hat es jahrelang funktioniert, dass ich eine Stunde übe und dann erst Kaffee haben durfte. Also das ist schon ziemlich schlimm. Aber es kann auch sein, dass man sich dann vielleicht irgendwie ein Pedal kaufen kann oder was auch immer. Das kann eine Belohnung sein, direkt nach dem Üben, dass man ein YouTube-Video angucken darf und dass man sich dann wieder zumüllen kann. Also ich meine, YouTube ist ja nicht immer Müll, aber kann ja auch sein. Oder dass man halt nach mehreren Wochen sich, keine Ahnung, eine neue Gitarre kauft. Ich habe mir übrigens eine neue Gitarre gekauft. Dann Punkt Nummer 9, mach's dir gemütlich. Gerade jetzt, macht's euch gemütlich. Richtet euch eine Überecke ein, wo alles drin ist, was ihr braucht. Vielleicht, ich will meine Wände streichen, ich weiß aber nicht, in welcher Farbe. Aber
so im übertragenen Sinne, es gibt so eine Motivation, wenn ihr die Zeit und das Geld habt, dann streicht eure Wände und macht euch eine Ecke irgendwie, wo ein Stuhl steht, den ihr kennt, der fürs Üben gut ist. Und ein Notenständer, der vielleicht eine durchgehende Platte hat, dass nicht immer der ganze Scheiß auf der anderen Seite runterfällt. Das nervt mich zum Beispiel tierisch. Ein Bleistift, der vielleicht hinten einen Radiergummiaufsatz hat, ein schönes Notenbuch. Ein Metronom, ein analoges Metronom, ein analogen Stimmgerät. Vielleicht ein iPad, wo ihr Anytune Pro drauf habt, aber das keinen Internetzugang hat. Oder ne, kann man ja irgendwie so hinkriegen. Und dann macht euch diese Ecke schnuckelig und die steht da immer. Und wenn ihr üben wollt, müsst ihr euch nur hinsetzen und nicht noch durch die Gegend rennen und einen Pick suchen. Was mir natürlich auch nie passiert. Nummer 9, Punkt Nummer 9, es macht es euch noch gemütlicher. Gönnt euch was. Ich meine, man kann sich auch mal ein neues Buch kaufen, ein neues Gitarrenbuch oder vielleicht einen Online-Kurs kaufen und sich einfach was gönnen und mal was ganz Frisches machen. Ich habe keinen Kurs im Angebot, das ist jetzt kein Self-Werbungsding. Ich würde voll gerne einen Online-Kurs im Angebot haben. Und dann last but not least, vielleicht der allerwichtigste Tipp von allen Tipps, wenn gar nichts mehr geht, übt 10 Minuten an jedem Tag. Ich habe ja nie geglaubt, dass das irgendwie Sinn macht, weil ich neige zu Extremen. Aber wenn ihr jeden Tag 10 Minuten übt, jeden Tag und dann hoffnungsvollerweise auch noch das Gleiche, das kann so ein bisschen diese Unzufriedenheit, die Kante der Unzufriedenheit rausnehmen, wenn man gar nicht mehr übt. Weil dieses, wenn man zum Beispiel gar nicht übt, dann geht es ja immer weiter runter, man übt gar nicht, man fühlt sich immer schlechter. Aber schon 10 Minuten am Tag bringen zumindest jetzt auch für die Seele was und auch tatsächlich für dieses eine Ding, was ihr da übt, was auch immer das ist. Und genau, und dann macht euch so einen Kalender, das kennt ihr vielleicht auch, hängt ihn an die Wand und versucht so eine Kette von Kreuzen zu bilden. Also heute habe ich geübt 10 Minuten X, morgen X und dann versucht ihr jeden Tag ein X zu machen, soweit ihr kommt. Das kann eine Motivation sein. Ich muss mir unbedingt immer alles aufschreiben, was ich mache, weil ich denke immer, es ist zu wenig. Vielleicht war es ja doch genug und ich habe nichts getan, obwohl ich was getan habe. Genau, und damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Energie geben zu üben. Packt eure Gitarre aus der Hülle, stellt sie aufs Sofa und legt los. Bis dann. Tschüss.